Hallo, hallo, ich grüße euch noch einmal total und recht herzlich zu den sogenannten Shop News. Wie gesagt, ich habe ja jeden Tag damit zu tun und wie gesagt auch Ärzte, Anwälte und so weiter. Wir erleben die Industrie 4.0 auf brutale Art und Weise. Ja, ich habe mir irgendwann weggeholt bei der Kühle. Also, wie gesagt, wir haben wirklich viel zu tun und bin gespannt, wie die Anwälte damit klarkommen mit ihrer Neuartigen. Sie müssen ja alles PDF und müssen das zuschicken und so. Ich bin hochgradig, ja, also muss schon sagen wir mal so, ich bin am Schmunz, ne? Ja. Das sogenannte Finanzamt, das kennt kein Covid, die wollen nur Geld sehen, weil Geld hätte mit Covid nichts zu tun. Ich finde das hochgradig interessant, muss ich einfach nur sagen. Dann hatte ich auch gerade hier, viele Jugendliche sind ja jetzt irgendwo beigetreten, Fahrschule, Sportvereine, zahlen ihre Obolus und können an denen gar nicht teilhaben. Ja? Ich finde es hochgradig interessant, was so in unseren Bundesländern so alles abgeht. Ja? In Hinterdeutschland, da Tupfingen und so weiter, die wollen ja einfach loslegen, die wollen ja alles nur, ne? Wie gesagt, wenn man das hört von gewissen Leuten, auch Gysi und so, dass die Arznei, wie gesagt, am Februar 22 abläuft und deswegen ja, man will die Sachen so dermaßen verhindern und ich habe auch gerade Berichte gesehen, wie der Chef, weiß ich nicht, ob BioNTech war, jedenfalls einer, der dafür gewissermaßen zuständig ist, zurückrudert. Nee, das ist nicht, wir wollen auch nicht, nochmal und so. Wie gesagt, läuft aus. Also keiner von denen bis jetzt beantragt neu, eine neue Zulassung, weil sie mit der Mixtur immer noch nicht zufrieden sind. Aber wir kriegen diese Mixtur, die sind nicht zufrieden damit, kriegen wir aber trotzdem, ne? Finde ich auch nicht schlecht. Wir kriegen also das, was andere nicht wollen. Also wir sind nicht zufrieden, aber gib mal ab, mach mal, ne? Hauptsache wir kriegen unser Geld. Wir haben jetzt Milliarden, Hände reiben, yippie, wir sind einer der Reichsten mit. Und das ist an sich nicht schön, wenn man sowas liest, sowas hört und auch dran beteiligt ist. Weil man ja die Menschen um einen herum hat. Also bis jetzt ist alles okay. Ist auch gut so. Und ich hoffe, bei euch ist auch alles okay. Ja, Nikolaus kann jetzt kommen. Kann sein, dass ich vielleicht doch irgendwelche Adventstürchen mache. Ich hatte auch gerade noch kurz Besuch. Ich wünsche dir einen tollen zweiten Advent. Yeah. Warum nicht? Kann man machen. Wenn ich Glück habe, seht ihr hier irgendwas Adventliches. So, wie gesagt, es sind Job-News. Ich mache mir schon Gedanken. Heute hatte ich mal keine Querulanten hier. Heute wurde mal nicht darüber, ich weiß noch nicht, wo die jetzt waren oder was sie gemacht haben. Keine Ahnung. Sonst sind sie hier und wie gesagt, ich hatte gestern Abend einen da. Da war überall nichts. In Duisburg war nichts, Bochum war nichts. Also, na, keine Ahnung. Irgendwo in Düsseldorf ist immer. Kann sein, dass er zu Düsseldorf gefahren, um da irgendwas zu machen. Halt, also wie gesagt, wir haben hier Demonstrationen. Ich verstehe das alles nicht, weil wenn es alles wirklich so wäre, ja, dann muss ich ja nicht demonstrieren, oder? So, ich meine, ich habe ja um mich herum alles gespritzt, alles in Ordnung, sind alle geimpft. Ich kann nichts Negatives sagen dazu. Nur ich vertrage es halt nicht, das darf ich öffentlich sagen. Mir ging es überhaupt nicht gut, leider. Ich hätte also leider Ausschlag und so, es hat irgendwann nicht funktioniert. Auch heute habe ich hier ein bisschen Brust, ich finde das nicht so lustig. Ja, weil das Medikament bekommt man ja nicht aus dem Körper, weil das irgendwann mal zerfällt, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus. Egal, ja. Wenn ich jetzt alles so lese, hier BioNTech und wie die alle heißen, und heute muss ich auch wieder etliche Formulare ausdrucken, weil die Ärzte, ne? Ich musste also wie gesagt sehr viele Formulare ausdrucken, weil die Ärzte unbedingt auch dann Amnese-Sache da haben wollen.
wo alles drinsteht, damit man nachweisen kann, dass man, wie gesagt, das durchgelesen hat und damit einverstanden ist. Ich finde das alles nicht richtig, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und euch wünsche ich alles Gute. Ich wünsche euch viel Gesundheit und ich hoffe, es geht euch wirklich tatsächlich gut und dass wir uns wiedersehen, wiederhören und dass wir auch Spaß haben. Wann ich mal wieder hier Schauspieler habe, das weiß ich natürlich nicht, weil die Schauspieler, davon höre ich nichts. Außer jetzt hier Cobra 11 oder so. Ne? Das ist das Einzige. Ne?